Nein, Mann, ich liege hinter dem Rohr. Irgendwie tut der Dark Hell Slayer gerade auch sterben. Ziemlich schnell, ja, aber du kannst dem übelst Schaden machen. Ich mir wenn, du einfach, wenn du einfach tot bist, kommt der Mule und du mir mal in die Fresse schießt. Hilfe! Hilfe! Ich hol mir mal so ein bisschen Muni, während der da kämpft. Gute Idee. Alter, oh Alter, die kommen hier voll angerusht. Oh, auch Munition. Ich steh safe. Langsam Zeit für die gescheiten Waffen irgendwie. Ja. So langsam. Oh, genau in dem Moment lade ich nach, wo er sein Maul aufmacht, dass ich ihn hätte reinschießen können. Flatsch. Killing Spree. So blitzt er so. Weil Rico den mit seinem Schockdingens da und so. Er hat ihn geschockt, oh mein Gott. Genau. Oh, da oben stehen sie. Und da müssen auch noch einer, scheiße. Wo stehen sie denn? Ich sehe die ganze Zeit hinter mir Zahlen aufploppen, ey. Das ist der Feuerskack. Oh, Alter. Macht der Schaden. Bist du da? Den Feuerskack am verprügeln. Du bist hier durchgegangen. Warte, ich komme. Hilfe! Der macht mir Feuer damit, kann das sein? Ah. Natürlich, der macht eine Feuerase. Ja, nee, nicht der Atem, sondern der hat eine Feueraura quasi. Mann, kaputt, Flo. Ich trau mich da nicht zwischen. Komm her und heb mich auf. Na, toll. Irgendwie heb mich auf, gefällt mir. Danke. Vielleicht tot, also ich hab noch 3 HP. Danke, Fremder. Oh. Jetzt bin ich tot. Also ich schieß dem jetzt einfach komm, in den Mund. Komm, Feuerskack, den kriegen wir noch kaputt. Immer wenn der Feuerarzt macht, muss er den Mund schießen. Ja, Mann. Nein, rette mich. Rette mich. Wer ist denn wer? Stuck dir. Rette mich. Oh mein Gott. Ich stuck auf Tom. Ja, ich bin tot. Ich meine, ich lebe. Also dachte ich mir schon, nimm ich den erotischsten Charakter, ja? Deine Brüste sind kein Grund, dir zu helfen. Ja. Ich hab das Gefühl, dass ich. Der Feuerskack backt da rum. Der hängt da nur an der Wand hier. Geh mal näher dran, dann hast du ein Problem. Nee, tu ich nicht. Ich hau den einfach weg. Ich hau den jetzt weg. Und. What the f. Ich hab ihn getötet! Jan! Nein, ey. Retzt mich! Niemand. Ein geht halb. Ich brauche halb. Nein! Nein! Mann. Oh, mein Skill. Ohne Kill, Schotti, ja. Eine Schotti. Oh, schick. Ja, die Feuerskacks droppen nichts Geiles, aber der ausgewachsene, der droppt. Jo, weißt du, das Ding, was am wenigsten Schaden macht, am nervigsten ist, das droppt natürlich den besten Loot. Moment mal, lass mal hier rüber gehen. Dann müssen wir vielleicht nicht an dem Spawn vorbeifahren. Ey, wo ist die Schotti hin? Hat er die schon ausgerüstet? Oh, bestimmt irgendwo hier. Ich brauche mal Level 13. Oh, dass ich die Imbar-Sniper nehmen kann. Ich voll praktisch, wenn du die ins Maul triffst. Wieso ist der schon Level 12? Keine Ahnung, was Level 12 bin. Kommt ihr? Nein, die kommen nicht, wunderbar. Merkst du den Unterschied jetzt? Ich glaube, das liegt daran, dass du den übelsten Schaden machst mit der Sirene. Das ist voll abartig. Denke ich mal eher weniger. Eher mal in die Richtung, dass die ganze tot sind. Kritisch. Du kannst 300 Schaden machen, natürlich, wenn du sie in den Kopf triffst. Der immer rumschreit, warum? Das tut er bei mir gar nicht. Doch, das tut dein Jäger immer schreien, wenn du erst stirbst. Wuhu! Schreit der immer rum, warum? Das hat 700 Schaden im Vieh gerade, im Kopf. Der beste, größere Zwiebel, gell, Flo? Ich hätt's geschafft! Ey, wenn er mal nicht so rumrennen würde, dann könnte ich ihn auch in den Kopf treffen. Ja, das musst du natürlich lernen. Wegen der Zwiebel. Der ist ein Psycho. Nein! Irgendwas wird mich aufheben. Oh. Oh. Hey. Tom, wärst du so freundlich? Tom. Ach, oh. Mich zuerst. Ja. E gedrückt halt. Tu ich. Das ist der Falsche, das ist der Falsche. Alter, der hat was gegen mich, der Junge. Der hat echt was gegen mich. Nur weil ich schwarz, rosa. Ich hab versucht dich zu retzen, aber als du dann respawned bist, war's das. Gibst du nur weil ich ja rosa ne bin. Was ist das? Hoher Elementareffekt, Blitz mal 3. Sag's eines. Boah, Lightning gib. Repeater. Hier hin. Oh, da. Okay. Alter! Da ist noch ein Gegner! Sag das mir Mia! Keiner. Lass mich den umbringen. Lass mich den umbringen, Mann! Sorry! Muss nochmal nachfragen. Hilfe!
Alter, die treffen mich. Schieß auf den Typen hinter dir. Jetzt sterbe ich gleich. Wo? 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 Hinter dir. Auf oben auf der Brücke, Mann. Ich blocke. Oh. Ach, da, hinter mir. Ach, ich kann den Berserker auch heilen. Wusste ich gar nicht. Ich kann aber nicht zielen, wenn ich tot bin. Ich kann dich nicht gegensteuern. Spring am besten mal doof rum, wenn du irgendwie. Ich hab keine Muni mehr mit der Sniper. Was ist das für ein Abfuck? Ich muss dir Munition kaufen. Oh, da kommen ein paar Skugs an. Flur haben wir. Warte. Ein Zauberhandy sagt. 5. So, mit der Sniper-Muni treffen. Alter! Treffe ich die. Eigentlich. Wenn jetzt nicht so ein blöder ausgewachsener Skug gekommen wäre. Ich helfe dir jetzt. Pass auf. Und dann dabei doof rumhüpfen, immer doof rumhüpfen und bewegen. Und rumfangen kannst du auch noch. Boah, das Talent zu sterben, Mensch, kann das sein? Mensch. Ja, ich bin ziemlich gut da drin. Oh, meine Granate war ja mal echt fail. Wenn wir da vorne wegkommen, einfach den Typen auf der Brücke noch killen und dann weitergehen. Mach keinen Stress. Ich auch dafür, aber ich muss meine. Ich muss meine eine Sniper-Munition jetzt weise verwenden. Peng. Okay. Er hat die Hälfte seiner Leben verloren. Die andere Hälfte müsst ihr eben abziehen. Ich habe keine Muni mehr. Ich komme da nicht dran. Ich bin. Die Distanz treffe ich nicht. Obwohl, doch, ich könnte treffen. Mit meiner Kugelschotgun. Kaputt. Ist das der Sniper-Muni? Meine. Ja, ich hab wieder 6 Munition. Das ist so ein Dreck. Fällt gerade auf, ich hab ein Epic-Schild. Ist wieder einer hinter uns. Du hast noch ein grünes, ein Epic-Schild. Wir alle Nini und wir alles Nini? Nee, das hab ich von irgendeiner Quest bekommen. Stimmt. Ich muss mal gucken, wo man umskillen kann. Irgendwie ist Tank sowas von scheiße. Sag mal, kann man besser ziehen, wenn man sich duckt? Nö, wenn der rechte Maustaste gedrückt hast. Ah, keine Muni mehr, das ist so verdammt nervig. Und ihr, ach, ihr seid gar nicht mehr hier. Da Rico nicht vor Rush, mach ich's jetzt einfach. Ja, da ist so ein Ding, wo wir rein müssen, das schaffen wir. Er edit ihn, auf mich gehen sie los, so gehört sich das. Auf jeden Fall. Ich lauf dem Vieh hier gerade vor der Nase entlang und rück, mit die Kiste aufmachen. Muni. Da drin gibt's eh Munitionsshops. Räuberbandit. Oh, doch nicht Räuberbandit. Ne, wir müssen jetzt in diesen Slash. Die kleine Psychopathen. Oh ne, gar nicht, das Sledge kommt ja gleich erst noch. Was ist über die Mitte? Der liebe Sledge! Muni! Bro, Sledge ist der Du kannst ja unten die Upgrades kaufen, ne? Ja, kostet 6000, Alter. Das sind das teuerste kaufen. Die kosten alle 6000. Das ist jetzt unwichtig. Ich hab mir das für Sniper-Rifle gekauft. Ich brauch mehr Sniper-Muni. Ich kann nur 72 tragen, das ist so wenig. Boah, Alter, das Schild, was er da vertickt ist, liebe. Guck es mal an. Ist mein Epic-Schild gar nichts gegen. Echt? So. Ja. Lol. Mann, ich nur nach. Boah, Alter. Stopp. Ja. Alter, das hättet ihr mir vorher sagen müssen, dass ihr da so ein geiles Schild verkauft. Nicht kaufen, das lohnt sich nicht. Level 15. Ja, okay, dann. Ich hol dich! Übrigens kannst du bei dem Typen auch sofort Medium-Pullen kaufen, ja? Sexy Bitch! Wer braucht Medium-Pullen? Du machst noch nicht wirklich viel Schaden damit, ja? Nicht wirklich, ne? Das ist so gering. Aber so ein Dot immerhin. Wenn du später dein erstes Artefakt bekommst, machst du Schaden. Vor allem, wenn es sich dann noch auflöst und dann noch eine Explosion kommt. Hast du mal geholt, bitte? Ein Feuer-Artefakt oder was hast du mal genommen? Jo. Danke sehr! Ich kurz zum Typen und kauf ein paar Medium. Ich tote dich! Was ist denn das? Geile Sniper! Warum leuchtet der? Maschinengun. Frage, warum leuchtest du nicht? So nimmst du die Maschinengun mit Element? Schäm dich! Das ist cool, man. Dreckiger Ninja. Warte mal, nicht ab. Alter, hinter uns ist ein Fassflow! Weg, weg, weg! Nee, noch ist das nicht. Was? Doch, das. Dumm ist das denn, ich stehe hinter der Wand und kannst nicht treffen. Da ist ein fast ein blaues. Nee, das noch brennt das nicht, das ist bei mir immer, weil ich den Feuerschaden dann mache. Oh toll! Der hat gesprengt, ich rast aus. Toll, landet der da. Al-Qaida und so. Bin gleich tot. Ich war bestimmt an 9/11 beteiligt.
Help mir doch, bitte! Ich bin schon längst respawned, Alter, ich bin gestorben. Da kommt was also auf dich zu. Wie er genau zwischen uns rennt und sich sprengt, ey. Ich hab ihn ja getötet, ich wusste nicht, dass es zum Sprengfutzi ist. Der hatte einen Dynamitstange in der Hand, Alter. Hab ich ihn gesehen. Boah, ich mach denn so gut wie gar keinen Schaden. Normal. Teilweise sind die auch nicht gar keinen. Weiß wie lange ich für so ein Level 14 aber auch. Unnormal. Ich bin gestorben. Kurz vor. Ihr macht so viel mehr Schaden wie ich, das geht gar nicht. Hebt mich auf. Was heißt hier denn auch der? Der verdient das nicht. Ja, ich weiß. Eigentlich wollte ich dich ja retten, aber irgendwie habe ich jetzt nicht so das Bedürfnis danach. Doch, doch, musst du. Okay. Ey, egal wie nah ich rangehe, trifft mich anständig. Sollten wir vielleicht draußen noch bei den Mobs irgendwie im Level grinden oder so? Nee, das kriegen wir schon hin. Who needs? Du musst nur Headshots machen, dann mach ich auch gut Schaden. Bisschen Teamwork. Ich renn vor, ich bin der Jäger, ich kann das. Da vorne sind welche. Hallo. Boah, Alter, da oben ist ein 15er, gell? Der hat mich schon angeguckt gerade. Hier um der Ecke ist der. Oh. Ist ja ein bisschen. Ah, lol. Alter, der kommt! Alter, der kommt! Der Rocket Launcher! Er dreht sich nur um, schaut uns an, puff. Ich wollte schon sagen, ich wollte schon meinen, ist der irgendwie ein bisschen dumm oder so? Weil der da irgendwie so doof rumgeguckt hat, aber. Aua. Hebt mich auf. Oh nein. Wir haben ein Problem. Ich muss hier nur einen Kopf treffen, dann kriegt er einen kritischen Schaden. Das ist egal, das ist nicht genug. Not good. Ich mach den 46 kritisch, was mach ich dem ohne Crit? Kill jetzt den kleinen hier. Ah, der ist ja auch Level 15! Ne, der ist Level 15. Ich glaube, wir sollten echt noch irgendwie was kaputt machen, wenn wir Level abmachen. War eine andere Quest. Ja, wäre möglicherweise eine gute Idee. Was haben wir noch für Quest? Ja, die ist für Level 10! Wir sind. Ey, was ist mich verarschen? Mach mal die jetzt. Eiskalt, los. Na, wie machen wir jetzt nicht? Wir können uns ja eh jetzt hier hinporten. Wir haben das Setting draußen geholt. Ich würde jetzt gerne Cut rein und sag, schneid das raus. Ich kann Bock. Unsere Unfähigkeit muss verewigt sein. Das ist oh ja. Oh, nichts vor. Du kannst dich hier nur nach Dings bringen. Ja, hab ich gesehen. Vor allem, wie der Cyrox hier gefällt hat, der Noob. Ja, was? Ich guck dir mal zu. Ich glaub, bei uns. Wir sind doch alle krepiert, Mann. Ich glaub, bei uns allen drei sah die Sichtweise da genau gleich aus. Wir gucken ihn an, weil er duft. Ich hatte noch 6 Leben danach. Und dann war ich direkt tot. Hat mich geone-shotet, die Drecksau. Ich hab noch 6 Leben und 7 Schild oder so. Hatte 0-0. Dreht sich nur um und schickt uns instant eine Rakete. Wir machen jetzt die Tagebuch-Quest. Die ist einfacher. Die AI ist echt cool hier. Level 11 gefällt mir schon. Oh, geh weg da. Ja, töten ist klar, Mann. Wenn der im Kampfrausch ist, dann darf ich das. Kampfrausch? Ja, was weiß ich immer, denn. Kritisch, 400 Schaden. Geht da? Boah, das geht sogar noch. Da drin ist noch einer. Ein Schläger. Oh, das sind doch die ganz großen, gell? Weißt du, hier an der Seite den Killer-Bandit um. Peng. Ey. Idiotenvieh. Du bist das peinlich, dass ich den nicht anständig down kriege. Machete! Ich hab auch keinen Schaden. Komm, jetzt prügeln wir um. So muss man das machen, Mann. Immer drauf. Drauf. Ich lauf mal zurück, wir machen das die andere Quest. Wie gesagt, das bringt hier irgendwie noch. Komischerweise. Alle brauchen wir dann auch nicht probieren, weil die sind noch. Ja, höher. Nee, doch, die können wir machen. Das ist die mit dem Tagebuch, die geht einfach. Müssen wir rumfahren, Tagebuch einsammeln. Und wir können auch die Quest machen mit den Köpfen einsammeln, die wir letztens gefunden haben. Ich glaube, die war auch für das Level, oder? Ich find's irgendwie recht ärgerlich, dass die Quest für Level 10 ist. Wir sind 11 und 12. Und irgendwie kassieren wir richtig. Ja, man, der war Level 15, was willst du denn machen? Der da unten hat so eine Feuersniper. Warum zur Hölle sagt der dann, dass die Quest zu Level 10 ist, wenn die Level 15 sind? Ja, vor allem, aber da drin ist doch die geile Quest, wo die fette Epic-Sniper drauf, gell? Mhm. Die habe ich bestimmt bis Level 20 getragen, oder so. Die will ich haben! Will ich haben! Ninja, ich verkauf sie dir. Ja, verkauf beim Vendor. Nee, schneller als du. Verkauf sie mir, ich geb dir mehr Geld. So viel Geld hast du gar nicht. So viel Geld kann er mir gar nicht geben, weil er gar kein Geld traden kann. Das ist ein Argument, dann gebe ich dir echtes Geld. 1000 Euro. PayPal, ja. Deal oder Deal? Passt. Ja, aber per PayPal, genau. 1000 Euro per PayPal. Für einen Epic Sniper in Borderlands. Genau. Wo es 5 Level später schon eine bessere gibt. Jo. Das lohnt sich, man. Auf jeden Fall. Brauchst nur genug das Geld. Das ist der Deal des Lebens. Du kannst nichts falsch machen. Wenn du Geld hast, dann kannst du so viel Geld verschwenden für so einen Scheiß, wie du willst. Und es lohnt sich für dich am Ende wirklich. Denk halt immer, die Tonnen aufzumachen, weil ich habe schon eine Tonne aufgemacht, da war doch schon ein Legendary drin, ja. Wenn du jetzt Bill Gates bist oder so, dann kannst du ja
Wenn mal so ein 5000er juckt dich nicht, du kriegst ja von den Milliarden, kriegst ja schon mehr als 5000 Euro Zinsen am Tag. Will ja nicht so sein, fahr einfach weg. Habt ihr ja noch nie gemacht. Nein. Wie ich es wusste. Jetzt fahr nicht auf mich drauf. Wie ich es gesehen hab. Flatsch. LOL.